Grüß euch, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen... Jahre Hip-Hop feiert Call of Duty, was ich sehr anständig finde. Und aufgrund dessen gibt es ein paar neue Operator-Bundle, die so nach und nach noch rauskommen. Aber das erste Operator-Bundle ist direkt schon online gegangen. Es ist niemand Geringeres als Mr. Snoop D-O-Double-G. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, ich hasse es, in-game noch Geld auszugeben für irgendwelche Dinge. Ich schaue mir auch nicht diesen Black-Sale-Bass oder so. Bundles generell sehr, sehr wenig. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Da muss schon irgendwas richtig Geiles dabei sein. Aber hey, bei Snoop Dogg, da muss man... Ich hab's gekauft. Im Bundle halten ist natürlich Snoop D-O-Double-G. Einmal hier in diesem weißen Outfit, sag ich mal, und hier in diesem bläulichen. Einmal der Verstrecker von Snoop Dogg. Warum kann man sich das nicht angucken? Ja, dann haben wir halt noch ein Emblem, Ladebildschirm, ein Waffentalisman. Alles ganz cool. OG-Karre, Alter. Und jetzt ist interessant noch, wir haben die F-Tech-Siege als Waffenvariante, also als Waffenbauplan. Genauso wie die TAC 56, meine Lieblingswaffe. Und die PDSW. Und mit den beiden gehen wir jetzt hier auch rein. In der Runde Wars natürlich, oder Snoopy? My name is Snoop D-O-Motherfucking-Double-G. Snoop Dogg, Alter, wie geil das ist. Ich feier's wirklich. Und er sieht auch so verdammt cool noch aus dabei. Oh, nice Boots. Ja, ich bin mal gespannt, ob der den einen oder anderen Spruch hier ablässt beim Kill irgendwie so. Da, 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 da. It's the motherfucking D-O-Double-G. Snoop Dogg! Okay, ich geh einfach mal ab hier. Scheiß drauf, ich will mein Donut haben. Das sieht schon so geil aus einfach. Die Leute, die werden eh schon vor Ehrfurcht erstarren, wenn sie Snoop Dogg vor sich sehen. Da trauen die sich gar nicht zu schießen, Alter. Aber einfach eine Legende ist ganz einfach. Ah, steh schon so geil aus mit meinen Rings on the Finger und meiner goldenen Uhr. Ah, scheiß drauf hier. Immer noch nicht Geld zusammen. Was soll denn das eigentlich jetzt immer, dass die das Rest des Teams markieren? Es gibt keinen Rest des Teams. Wir sind im Solo und selbst wenn. So irgendwie so kriegst du einfach jeder, kriegt jetzt einfach jeder random irgendwie, will ich mal eine kurze Drohne oder was? Einfach weil man einen Kill gemacht hat. Die Kiste nehme ich noch mit. Woohoo! Give me the motherfucking loadout. Let's go! Ja, erstmal rein, erstmal Prezi auf mich gesetzt. Ist klar. Okay, hier haben wir die wunderschöne PDSW. Na klar, Digga, ist klar. Wie ist sie? Ah, hier fliegen einfach die Blättchen rum. Passt hier irgendwie auch zu Snoop. Macht jetzt ja kein Geheimnis drum. So, komm jetzt nochmal uns in Ruhe die Waffen angucken. Also hier haben wir die PDSW im gold-weißen Look und im bläulich-golden Look hier die TAC 56. Na, wo bist du? Oh, ich hab noch erwischt. Ah, von hinten oder was? Ah! Kann ich? Darf ich? Darf ich? Hallo! Danke. Diese Wurfmesser sind einfach... Ich sag nichts dazu. Also wer dahinter saß und gedacht hat, das ist eine gute Idee, dass egal ob du voller Platten bist, also full-plated, full-life hast, die Messer müssen one-shotten. Da hat sich einer gedacht, ey, wir können das so machen, egal wie gut die Gesundheit ist, egal ob meine Platten voll sind, einfach mit dem Messer abwerfen und der ist direkt down. Gute Idee, Rainer. So, kann ich jetzt mal eine Runde mitspielen hier? Das wäre sehr nett von euch, wenn ihr mich lasst. Da wäre ich sehr dankbar. Holy shit. Nicht gehen, Alter. Wie das Zeug hier rumfliegt. So, ich kämpfe mich mal ein bisschen vor in die Zone. Guck mal hier, was so abgeht. Ah. Oh, da fighten gerade zwei, ja? Oh, nachladen. Alter, dieses Cannabis plätschert immer wieder. War jetzt noch einer hier? Und da fliegt der nächste. Ich habe keine Munition, scheiße. Ich habe keine Munition mehr. Und da ist noch Schildboy, oder was? Ich glaube nichts, ich habe keine Platten, keine Muni, ne? Das ist scheiße. Was? Hasse Warzone. Das sehe ich jetzt erstmal der Laser. Guck mal den Laser an. Das ist euer Ernst, echt? So, ich habe übrigens jetzt. Ich wollte gerade was sagen, Alter. Da bricht der mich hier einfach. Ich würde sagen, ich habe die Waffe jetzt mal ein bisschen umgeändert. Also die TAC 56 definitiv im Standardvisier. Die spielt man einfach so, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Wiederum die hier, die PDSW. Da muss ich mir ein Visier draufsetzen. Ich weiß nicht warum, aber ich komme einfach nicht klar mit der, wenn da kein Visier drauf ist.
Nice. Okay, so finde ich die deutlich angenehmer zu spielen, als die... Als wie die Waffen voreingestellt waren. Wollte mich die ganze Zeit mal platen schnell. Darf ich mal? Okay. Da war er weg. Ich mach in die Zone ein Stückchen rein. Ins Fenster. Ja, da drüben bist du, hä? Schießt du die Leute von oben einfach ab mit deinem Sniper, hä? Ganz gemeiner Hund. Ja. Hier hinten ist da eigentlich auch ein Shop irgendwo gewesen, ne? Kann ich ja eigentlich auch mal ran und mir mal ein bisschen Zeug holen. Drohne und so. Und Gasmaske definitiv. Aber die Shops ändern sich auch immer. Oh, auch Snoop. Jetzt fühle ich mich schlecht. Okay, gehen wir zur Buy Station. Alter, war das knapp. Wollte ich die ganze Zeit mal platen, Alter. Ich werde auf jeden Fall hier bleiben, denke ich. Bisschen höher kommen noch. Und noch eine Drohne holen wäre eigentlich auch geil, ne? Ja. Wow, wo kam der her, Alter? Wie Spider-Man angejumpt. Schade. Danke, liebes Stars, für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Für euch noch ein Däumchen, für mich ein Träumchen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also bleibt gesund, benehmt euch und haut...